Oh. Das ist schwammig. Moin Leute, wir sind in München gelandet. Herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Wir sind jetzt eine Woche lang, oder eher gesagt das ganze Wochenende in München und sind im Studio, sind zu Hause. Viel Spaß. Baumarkt, der Baumarkt ihres Vertrauens. Kaufen wir Holz fürs Studio. Und so ein bisschen akustisch. Die Räume sind noch alle sehr hallig. Wir müssen jetzt ein bisschen akustisch stemmen, deswegen bauen wir einfach Holzlatten an die Wand, damit deswegen ein bisschen geschützt ist. Und wir können so tatsächlich gar nichts recorden. Die Erfahrung im Baumarkt. Ich bin froh, dass du dabei bist. Wirklich? Wirklich froh. Ich helfe, wo ich kann. Studio, willst du, lass mal Musik machen. Also wenn ich Louis dabei habe, ne? Der 2,5 ist. Das ist der Reifer auf jeden Fall. Okay, Füße. Füße. Ah, ich will mich einfach hängen. Dann brauchen wir ein Seil erstmal. Wärst du dabei gewesen, hättest du auch super viel Spaß gemacht. Ich kann mal ein Intro machen, oder? Moin Leute, herzlich willkommen in unserem neuen Studio. Was wolltest du machen? Ich hab ein Vlog-Intro gemacht. Du bist jetzt nicht gut, oder? Bist jetzt nicht dabei. Okay, im Intro. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Das ist Kevin Zaremba. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Vlog. Nee, also Leute, hier ist, das ist unser neues Büro. Wir sind umgezogen im Studio. Und dieser Raum hier sieht schon relativ fertig aus, weil das aber auch Darius' Raum ist, unser Grafiker. Unsere Räume. Die sind, Ich kann mal eine kleine Studio-Roomtour machen, oder? Hey Leute, dann kommt mal mit. Hi. Jetzt kommt eine kleine Roomtour von unserem neuen Studio. Eingangsbereich, wir haben ein Badezimmer. Nein, wir machen das richtig. Welcome to the... Leute, wir machen eine kleine Studio-Room-Tour. Wir zeigen euch mal ganz kurz, wo wir in Zukunft Musik machen werden. Ja? Unser altes Studio hatten wir nur einen Raum gemietet in einem großen Studio-Komplex. Jetzt haben wir das ganze Studio für uns. Also, Lino ist am Start. Bad. Mati, wie macht Luis? Nicht beißen! Nein. Nicht beißen! Ich geh mal kurz rum bei dir, ne? Komm. Fangen wir hinten an. Hinten fangen wir mal an. Gigi's Raum. Ja. Das ist eine kleine Roomtour. Hier ist Studio 1. Fast fertig. Also Studio 1, hier wird Gigi sitzen, nicht fertig, jetzt kommt unser Raum. This is where the magic happens. Ja, gut. Hier sind wir in Zukunft, Leute. Es ist so geil, es ist einfach mal viel, viel größer als das, was wir hatten. Du kannst endlich mal ein bisschen ausleben, wir haben eine kleine Terrasse, wir haben Platz, hier kommt irgendwie eine kleine Sofa-Ecke rein. Und Tisch und ein bisschen, was man hier essen kann und chillen kann und Kevin nebenbei produzieren kann. Recorden immer hier, immer schön neben Kevin. Das bleibt eigentlich wie gehabt.
Richtig geil, wir sind jetzt von einem 12 Quadratmeter Raum auf ein ganzes Studio gerutscht. Aber hier ist auch, ey, das ist halt noch lange nicht fertig, ne? Also müssen wirklich, hier muss noch einiges passieren. Aber hier kommt ein richtiger Designer rein, also so ein Studio-Designer, der hier ein richtig schönes Tonstudio draus macht. Weil Kevin und ich haben von beide keine Ahnung und sind handwerklich nicht so begabt. Studioraum Nummer 3. Das wird ein kleiner Songwriting-Raum. Hier habe ich gestern gestrichen. Hier wird einfach nur ein kleines Songwriting-Raum. Das heißt, hier kommt ein fettes Sofa rein. So ein braunes Ledersofa. Riesengroß. Dann in die andere Seite ein Schreibtisch, dass man hier einfach nur Songwriting machen kann. Also hier ist nicht zu groß recorden, sondern einfach wirklich nur hinsetzen, schreiben. Ausblick. Kühlschrank. Chill. Studioraum Nummer 3. Und das Beste, wir haben das erste Mal eine richtig eigene Küche, eine große. Plus, wir haben uns einen Kühlschrank gekauft und den die Treppe hochgetragen. Und beim Treppe hochtragen, der ist nagelneu. Sagst du mal Tschüss zu Vincent? Tschüss! Hier, nagelneuer Kühlschrank. Ja. Da kann ich den Pro-Tipp geben, den Kühlschrank, wenn man den ins Treppenhaus befördert, vorher nicht auspacken. Das, hinstellen, dann auspacken. Genau, ja. Das. Oder einfach liefern lassen. Macht auch meistens Sinn. Ja. Tisch kommt noch in die Ecke. Der wird noch aufgebaut. Das mache ich gleich noch schnell. Und hier kommen die ganzen Schallplatten hin. Die ganzen Auszeichnungen, die Kevin schon bekommen hat. Wir. Das heißt, wir werden ganz oft hier mein Gesicht sehen. Und das wird jetzt unser neues Zuhause. Wir planen gerade unsere Reise nach, wo fliegen wir hin? Wahrscheinlich Thailand. Wir machen mal ein richtiges Songwriting Camp. Wir planen es ja schon seit 4 Jahren. Ja. Wir wollten immer mal weg zum Songwriting, wir haben es immer nie geschafft, weil wir immer nur in Deutschland geblieben sind und uns irgendwo ein Airbnb genommen haben. Aber jetzt fliegen wir mal mit allem Mann im April, 2 Wochen lang. 10 Leute sind wir, ne? Zu 10? Mhm. Weg! Mit 10 Leuten in ein Haus. Mit 10 Leuten geht's nach Bali Songwriting 4. Album schreiben. Das 4. Album. Das wird im April größtenteils hoffentlich fertig gemacht. Und jetzt müsste ich eigentlich noch Less Excuses machen, nur eine Sport, aber meine Mama hat gleich Geburtstag, das heißt, ich muss auch zum Essen von meiner Mama. Guten Morgen! Es ist Samstag, es ist wunderschönes Wetter draußen. Und jetzt einmal kurz ein bisschen Hausarbeit. Dann besorgen wir Kuchen. Dann fahren wir zu Kevin. Sieht doch alles! Oh. Kannst du das nicht wie normale Menschen draußen machen? Doch, das ist schon wahrscheinlich. Erstmal kurz auf links drehen, ne? Geht noch was! Der Blick. Das macht man, wenn man nicht weiß, welches Fach man benutzen muss. Alter. Du weißt jetzt aber schon, auf was du da stellen musst, ne? Wir gehen jetzt Mittagessen im Hirschgarten, hier im Biergarten. Aber ohne Bier trinken, sondern nur mit Essen. Die Sonne genießen, ein bisschen spazieren gehen. Eigentlich wollten wir heute zu Kevin fahren, aber das machen wir jetzt erst morgen. Spaziergang in der Sonne ist doch was Schönes. Es lebe der Trockner. Digga, das kann man.
Kann man das filmen? Weiß ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin selten hier und wir haben uns heute entschlossen, mal einen Waschtag zu machen. Das heißt, alle Klamotten, die sonst irgendwo rumfliegen oder die auf Reisen sind, werden jetzt einfach mal durchgewaschen. Also das Ding hier ist der absolute Gamechanger. Das spritzt einfach, wenn man wischt, Wasser vor dir auf dem Boden, dann kannst du Ruhe wischen. Wir fangen an mit Liegestützen. Ich brauche doch mal was auf entspannten Modus. Schön ordentliche Liegestütze. Tolle Aussicht, ne? Und dann drückt euch runter. Und wieder hoch. Durchziehen. Guten Tag, Mats. 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch nicht ganz so fit. Mats auch nicht. Aber wir haben jetzt gerade schon unser kleines Less is Cue Stretching gemacht. Jetzt gibt's noch eine letzte Runde Wäschedienst. Dann muss ich was zum Frühstücken. Dann müssen wir zu Kevin fahren, vorher Kuchen besorgen. Und besprechen da, wie wir mit Less Excuses weitermachen über den Rest des Märzes. Ich habe mir wieder vorgenommen, bei der Tour ein bisschen mehr Gitarre zu spielen. Und jetzt muss ich zum Beispiel einen Song, den ich auf Akustikgitarre spielen möchte, gerade lernen. Die ganzen Akkorde klingen natürlich mit der E-Gitarre nicht ganz so geil, wenn man sie offen spielt. Aber zum Üben reicht es. Und ich habe natürlich Benny gefragt, unseren Gitarristen, ob er mir ein kleines Tutorial schicken kann. Und der hat gesagt, ich muss Akkorde lernen. Das muss ich mir so ein bisschen reinziehen, ein bisschen üben. Aber vielleicht kennt ihr den Song ja. Und werdet ihn im Sommer auf jeden Fall von mir an der Akustikklampe hören. Dann hört es sich ein bisschen gescheiter an, als hier auf der E-Klampe zu schrammeln. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist gewaschene Wäsche, die wird noch kurz wegsortiert und dann geht's ab zum Kuchenladen und dann ab zu Kevin. Hey, wunderschönen guten Morgen! Wir fahren jetzt nach Berlin. München, Berlin. Und dafür müssen wir kurz Reifen aufpumpen. Letztes Workout. Wir machen ein kleines bisschen Cardio. Ich hab's irgendwie im Gefühl, wenn die beiden da hinten... Wenn es deine Fersen müssen am Boden. Ganz kleine, aber feine. Letzte Workout, Leute. Ne? Hat das schon angefangen? Skater. Schöne Seitenwechsel. Easy. Noch 5, 4, 1 und durch. Ah. Geil. Geil. Leute, das war 28 Tage Workouts machen zusammen mit euch. Also vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, für jeden, der ein Teil davon war. 28 Tage durchgehalten mit Sport, richtig geil. Das war der Vlog für diese Woche. Wir gehen jetzt morgen zum Shooting. Ich hoffe, das seht ihr nächste Woche oder in der nächsten Zeit, was da passiert ist. Und ja, danke fürs Anschauen. Kommentieren, liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann tschüssi Kuski. Sonne, Mats, Sonne! Woohoo!